Heute hat der Verfassungsschutz eine mutmaßliche IS-Zelle in Österreich identifiziert. Wenn du eine solche Aussage hörst oder wenn du das liest, was denkst du dir dazu? Zuckt es mich zusammen und ich fühle mich an diese grauen Tage des Herbstes vor 1,5 Jahren erinnert, als in Wien ein fürchterlicher Terroranschlag uns den Status der Insel der Seligen geraubt hat, der wir zweifelsohne nicht mehr sind, zumindest nicht mehr seit 2015, denn wir schaffen das Jahr, wo wir reihenweise Schläfer in unsere Länder hineinbekommen haben, die dann auf Knopfdruck auch explodieren, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, Terror, Gewalt und Krieg auf unseren Straßen anrichten. Es zeigt aber etwas anderes auch, dass obwohl wir durch Corona den abstrakten Wuhan-Virus die letzten 2,5 Jahre abgelenkt waren oder nun durch die Sanktionen und durch den Ukraine-Krieg, die permanente Gefahr in unserer Gesellschaft nicht getilgt wurde, nämlich die permanente Terrorgefahr, ausgehend von Menschen, die wir als Rechtsstaat unter Umgehung jeglicher Rechtsstaatlichkeit in unsere Länder geholt haben und nun quasi die Krott fressen und jederzeit einer Gefahr ausgesetzt sind. Wir dürfen nicht vergessen, der Wiener Marathon ist ein friedliches Sportfest, eines der größten Sportfeste der Welt, in einer Metropole, in der Metropole Österreichs, wo sehr viele Menschen laufen, sehr viele Familien unterwegs sind und wo jetzt auch die Teilnehmer sich in diesen Stunden denken müssen, hoppla, welcher immensen Gefahr für Leib und Leben war ich ausgesetzt? Und das führt uns in diese traurige Realität zurück, in der uns eine Politik der Laissez-faire-Methode des Multikulturalismus die letzten Jahre geführt hat. Es waren ja in- und ausländische Behörden, die diese Gruppe jetzt identifiziert haben. Reicht der Sicherheitsschutz Österreichs aus, um auch solche Schläfer, solche Terrorzellen tatsächlich aufzuspüren, oder schaffen wir das selbst nicht? Also mal Hut ab vor den österreichischen Exekutivbehörden und vor den Diensten, die hier in den letzten Stunden und Tagen wirksam geworden sind und etwas verhindert haben, das uns zwar die nächsten Wochen einige Fernsehauftritte gebracht hätte, aber vielen anderen Menschen nur Leid und Trauer. Sind wir froh, dass wir diese Polizisten haben, die gut gearbeitet haben und das verhindert haben. Ein herzliches Dankeschön von dieser Stelle auch aus. Ob es ausreicht? Nein. Weil wir auf diese vielfältigen Gefahren selbst nicht vorbereitet sind, weil sie die Politik ja selbst herbeigeführt hat. Wir blicken jetzt auf diesen Wiener City Marathon und vergessen, dass unbeobachtet von österreichischen und deutschen öffentlich-rechtlichen Medien, OE24 hat es gebracht, eine ähnliche Situation einer gewalttätigen Auseinandersetzung den Gardasee Peschiera erschüttert hat, wo 2000 Glückskinder aus der Wir-schaffen-das-Karawane von Carola Rakete und Angela Merkel den halben Gardasee zerlegt haben, massenweise versucht haben, Frauen zu vergewaltigen, Fensterscheiben eingeschlagen haben etc. Wir haben dieses Problem, dass sich immer wiederholt, weil wir Unintegrierbares integrieren wollen, weil wir gegenüber Intoleranten tolerant sind. Das hat nichts mit Rassismus zu tun, ganz im Gegenteil. Hut ab vor allen jenen Menschen, die zu uns kommen, sich integrieren, sich rechtschaffen, verhalten, einen Beitrag zu diesem Land, zu unserer Demokratie leisten. Aber wir müssen mit noch mehr Härte vorgehen gegen jene, die unsere Systeme ausnutzen, um in Mitte unserer Gesellschaft nur Schaden anrichten und im schlimmsten Fall für Tod sorgen.